wenn die Bürger einmal so hilflos sind, dass sie sagen, wir müssen auf die Straße gehen, um die Regierenden endlich zu zwingen, was zu tun, ne? Dann muss man das ernst nehmen. Ne? Und nicht nur sagen, das sind irgendwelche Sektierer oder irgendwelche Namen, die halt zuerst gegen Covid und jetzt gegen das auf die Straße gehen. Das muss man ernst nehmen. Es gibt sicher eine breite Schicht in der Bevölkerung, die wirklich nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Die so am Rande und auch vom Mittelstand her, wo jeder Euro, auch von Leuten, wo zwei Verdiener waren, die durchschnittlich verdient haben, wo jeder Euro verplant war bei der Rückzahlung für irgendwelche, was weiß ich, Wohngeschichten oder irgendwas, und die jetzt auf einmal dann nicht mehr kennen oder nicht mehr das nicht mehr schaffen. Und da muss man den Protest durchaus ernst nehmen, wobei die Frage jetzt, bewirkt er was? Das ist wieder die andere Frage. Und es ist natürlich auch legitim, wenn Oppositionsgruppierungen oder Parteien sich da mit solidarisieren mit diesem Protest. Das wird kommen, davon bin ich überzeugt.